Hallo und herzlich willkommen auf der Nutztierarche Sonntag. Heute bauen wir einen Zaun. Fertig. Ha, wenn es so einfach wäre, wäre ich Zaunbauer geworden. Hier ist unsere Montagekarre. Da haben wir alles Mögliche dabei. Stromlitzen auf verschiedenen Haspeln. Hier sind Griffe, um die Tore auf und zu machen zu können. Also damit machen wir dann die Eingänge zur Weide. Hier vorne haben wir Isolatoren zum Eindrehen in die Holzpfähle. Die ganzen Isolatoren gibt es dann auch noch in der langen Version als Abstandshalter zum Holzpfosten oder um dann oben drauf nochmal eine Litze zu spannen. Das zeige ich euch aber gleich. Dann haben wir hier die Einschraubhilfe am Akkuschrauber, womit wir die Isolatoren in die Holzpfähle drehen, ein Hammer, eine Wasserpumpenzange und ganz wichtig zum Schluss hier der Stromprüfer, mit dem wir dann gucken können, ob der gebaute Zaun dann auch funktioniert. Jo, die Karre haben wir in der Wiese immer dabei, damit wir nicht alles einzeln schleppen müssen und vor allen Dingen, damit wir auch in der Wiese nichts verlieren. Die Rinder sollen ja wieder auf ihre alte Weidefläche zurück und hier hinten den Zaun hat der Fridolin damals weggerissen, der war kaputt, den haben wir komplett abgebaut. Auf dieser Seite sind wir schon fertig. Der Zaun vom Olaf, der stand ja hier zum Glück schon. Da haben wir jetzt einfach überall Isolatoren von unserer Seite dran geschraubt und den ganzen Kram dann mit Stromlitze verspannt. Hier hinten am Graben entlang haben wir neue Pfähle gesetzt. Ein paar saßen da schon, die haben wir übernommen. So, ich hoffe, man kann das einigermaßen erkennen hier. 5 Litzen, oben die dicke weiße und darunter 4 von den rot-gelben. Da ist auf jeden Fall mal ordentlich Saft drauf. Hier in der Ecke haben wir die Zaunpfähle alle schön vertüttelt, festgemacht mit Draht und Bändern und so weiter, weil da kommt ja doch schon ordentlich Zug drauf. Hier nach vorne hin haben wir 3 Litzen gezogen. Das liegt aber eigentlich auch daran, weil von Olafs Seite hier auch noch Stromlitze dran ist und Draht dran ist. Also wenn da eine Kuh abhaut, dann weiß ich es auch nicht mehr. Wir haben jetzt hier die obere Litze gespannt, das ist eine weiße. Das machen wir, weil die ist etwas dicker und die Kühe können die besser sehen, damit die nicht irgendwann mal auf die dumme Idee kommen, uns über den Zaun zu hüpfen hier. Und ich stehe jetzt von Weitem weg, damit das wenigstens ein bisschen gerade wird. Und der Robin schraubt jetzt die Isolatoren rein. Sieht gut aus! Perfekt. So, und so geht es jetzt mit der oberen Litze hier auf der Seite weiter. Tiefer! Noch tiefer! Noch tiefer! Noch tiefer! So. Wir haben jetzt hier den alten Zaun, der hier hinter steht, weggerissen. Die obere Litze ist dran. Ich habe jetzt hier die Isolatoren alle schon dran geschraubt. Die Isolatoren hier drunter, die haben wir alle mit einer Schablone befestigt. Das machen wir immer, damit die Abstände gleich sind und dass es dann wenigstens einigermaßen gerade aussieht. Das muss ja jetzt hier nicht mit der Wasserwaage perfekt gerade sein, aber sollte wenigstens schon ein bisschen vernünftig aussehen. Ja, ich mache jetzt die letzte Seite. Das ist die Seite zum Bach. Die anderen 3 Seiten sind schon durch. Das ist 1:1 der gleiche Zaun, wie er in der Streuobstwiese steht. Hier hinten geht es dann weiter. Immer noch die gleiche Aufteilung. 5 Stromlitzen, oben die weiße. Und da unten die etwas kleineren, da ist aber in jedem Fall mehr Saft drauf. Und der Zaun zieht sich so bis vorne durch. Insgesamt haben wir jetzt hier fast 2 Kilometer Stromlitze verarbeitet. Ich weiß nicht, wie viele Isolatoren, wir haben den ganzen Tag nur geschraubt, geschraubt, geschraubt. Ja, aber im Hintergrund seht ihr jetzt, die Wiese ist fertig, die Rinder können einziehen. Ach so, vorne das Tor wollte ich euch noch zeigen, da gehen wir jetzt mal eben zusammen hin. Ja, hier ist jetzt der Eingang zur Wiese. Da kommen jetzt noch die Torgriffe rein. Der Teil an der Mauer soll ja noch überdacht werden. Und damit wir hier vernünftig arbeiten können und die Rinder uns nicht permanent um die Füße laufen, haben wir die Wiese jetzt hier vorne abgeteilt. Zum Schluss zeige ich euch jetzt einfach nochmal, wie wir bei dem Zaunbau vorgehen, in welcher Reihenfolge wir was machen. Na klar, setzen wir zuerst die Pfosten. Wir fangen immer mit der oberen Litze an. Also hier in diesem Fall hier die weiße Litze ganz oben, die haben wir als allererstes gespannt, als Höhe ausgerichtet. Die Stromlitzen haben überall den gleichen Abstand. Wir bauen dann eine Schablone, schrauben hier die Isolatoren rein, in diesem Fall dann für die schmalen Litzen 4 Stück. Gucken, dass wir einen vernünftigen Abstand unten zum Boden haben und vor allen Dingen, dass die Litzen super stramm gezogen sind, damit die Rinder gar nicht erst merken, dass die nachgeben, wenn sie wirklich mal drankommen. Das ist nämlich unser Problem gewesen. Wir haben am Anfang den Zaun gebaut
und hatten einfach viel zu viel Abstand zwischen den Zaunpfosten. Das hat dazu geführt, dass die Bänder relativ locker waren und die Rinder gemerkt haben und auch die Schafe vor allen Dingen, die haben es angefangen, die können mit ein bisschen Schwung durch die Drähte durch. Das heißt, die sind zwischen den Pfosten so flexibel und haben so viel Spiel, dass die Schafe die einfach nur hochgedrückt haben und sind unten drunter hergeflutscht oder zwischen den Drähten durch. Dann haben wir gesagt, okay, die Abstände dürfen nicht zu lang sein. Am Anfang hatten wir so 5-6 Meter zwischen den einzelnen Pfosten, weil wir gedacht haben, ist hier Strom drauf. Hat aber überhaupt nicht funktioniert. Wir haben die Pfosten ja zwischen 3 und 4 Meter Abstand gesetzt, sodass wir jetzt mit den strammen Litzen wirklich nur noch ganz wenig Spiel in der Stromlitze nach oben und unten haben. Das heißt also, die sind jetzt wirklich sehr, sehr stramm gespannt. Und eine Grundvoraussetzung dafür ist stabile Eckpfosten. Hier und auch hier haben wir die alten Stahlzaunpfosten genommen, die vom Vorbesitzer des Grundstücks hier noch standen. Die haben früher überall diese Stahlpfosten eingesetzt, um damit die Stacheldrähte zu spannen. Und wir haben die Pfosten jetzt genutzt, um daran die Holzpfähle festzumachen, damit wir jetzt wirklich in alle Richtungen ziehen und spannen können, ohne dass die Pfosten sich verbiegen und irgendwann schief in der Wiese stehen. Also die Eckpfosten müssen wirklich echt mega stabil stehen. Und wenn ihr keine Möglichkeit habt, die festzumachen, dann zeige ich euch jetzt die dritte Variante. Da haben wir nämlich mit einem Riegel gearbeitet. Der letzte Pfosten, dieser hier, der steht jetzt frei. Und hier haben wir jetzt so einen Riegel eingebaut. Der ist hier unten in die Erde geschlagen, oben fest verschraubt. Und somit stützen wir jetzt im Prinzip den letzten Pfosten ab, um jetzt hier den Stromzaun vernünftig spannen zu können. Damit das jetzt nicht über die ganze Länge gespannt wird und zwischendurch nochmal so ein bisschen Entlastung da ist, zeige ich euch jetzt mal, wie wir das an den Isolatoren machen. Ja, damit wir nicht über die gesamte Länge spannen, haben wir zwischendurch die Variante so genommen. Wir haben die Litze eingesetzt, haben die festgezogen an dieser Seite, zweimal rumgewickelt und sind dann mit der Stromlitze einfach weitergegangen. Hier kann man das jetzt auch noch mal ganz gut sehen. Hier kommt die Stromlitze an. Hier haben wir die stramm gezogen, haben die zweimal um den Isolator gewickelt, sind dann nach unten gegangen. Den Isolator haben wir verkehrt rum angeschraubt, um dann hier unten mit der Litze weiterzugehen und dann hier wieder zurück in die andere Richtung. Am Ende ist es genauso. Das heißt, die Stromlitze hier läuft wirklich einmal hin, her, hin, her. Ist es also im Prinzip für alle 4 Reihen hier unten. Für alle 4 Reihen eine durchgängige, ununterbrochene Stromlitze. Wir haben die Zäune jetzt so gebaut, dass jedes Element, jede Seite ein eigenständiger Zaun ist. Also die Seite zum Bach hier ist ein Zaunelement von vorne bis hinten. Die Seite dort hinten zum hinteren Bach ist ein komplettes Zaunelement. Und die Seite hier zum Olaf, da ist auch ein Zaunelement. Das heißt, fällt eine Zaunseite aus welchem Grund auch immer, ein Baum stürzt um, Ast fällt da drauf, sind die anderen Stromzäune noch intakt und funktionieren. Der Zaun ist fertig. Hier seht ihr noch das Eingangstor. Da müssen jetzt im Prinzip nur noch die Torgriffe gespannt werden und dann ist das ganze Thema hinten abgehakt. So, ich mache jetzt Feierabend. An dieser Stelle sage ich vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.